Servus und halbe die Erde zu einem neuen kleinen Video auf meinem YouTube-Kanälchen, nicht wahr? Heute soll es etwas anders werden, denn wie ihr seht, ich bin nicht im Freien, ich bin nicht in meiner Wohnung, sondern ich bin in meiner Tiefgarage, denn heute geht's mal ein bisschen raus in die Welt, in die Natur und einfach mal schauen, ob ich eine andere nette Location zum Videofilmen finde, nicht wahr? Denn heute ist das große Thema, was ich behandeln will und auch eure Nachfragen waren. Ich rede immer von Content Creation, aber was mache ich denn eigentlich und wieso und weshalb und warum? Und auf dieses Thema mag ich heute mal eingehen. Und von dem her, mal schauen, was der Tag so bringt. Wir haben Winter in Bayern, es ist der Herbst, es sind 3 Grad, es wird kalt, aber auch schön, nicht wahr? So, als Nebel hat ja auch was für sich. Also, auf eine spannende Reise. Servus, und jetzt bin ich angekommen, denn ich bin jetzt am schönen Schrondorf am Ammersee. Wie ihr seht, es ist doch hier einfach sowas von idyllisch und hübsch, nicht wahr? Und wenn das Wetter stimmen würde, würde da hinten jetzt auch Schloss Andechs sein, wo man schön hochwandern kann. Ach ja, ich mag diesen Platz irgendwie beim größten Stress und so weiter. Ich komme hierher und es ist eigentlich wieder alles schön und verflogen. Ich mag es wirklich hier. Ach ja. So, und bevor ich heute anfange, mache ich mal wieder einen kleinen Shoutout der Woche machen. Und zwar an die wunderbare Kli-Kla-Klara. Denn sie war mit einer von den Personen, welche meinte, man muss das Leben selbst in die Hand nehmen. Und ja, und daraus ist auch ein bisschen diese Videoserie entstanden. Also Clara, merci dir nochmal für deine nicht immer leichten Aussagen und Impacts, was meine Stimmung und meine Selbstbetrachtung betrifft. So, aber jetzt mal zum Hauptthema, was ich von heute, und zwar, ich rede immer von Content Creation, aber was mache ich denn eigentlich überhaupt? Ich weiß nur, dass ich gerade absolut keine Ahnung mache, was mein Gimbal macht, aber ich hoffe einfach mal, dass das Video stimmt oder passt dann später, nicht wahr? Aber der Zukunftstobi wird es dann schon wissen, richten können, oder es ist einfach ein abgeschnittener Kopf, der redet. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht es heute um Content Creation und was ich denn eigentlich so mache, weil ich rede immer davon, aber groß sieht man nicht, was ja logisch ist, denn ich bin nur ein kleines Miepsi, was das zum Hobby und halt zum Spaß macht, nicht wahr? Aber, was ist, und zwar ist das halt schon vor vielen, vielen Jahren angefangen, und zwar mit so kleinen Blöckchen, quasi mit WordPress, damals noch, ich meine, wir reden hier von 2006 und noch früher, ich meine, das war quasi noch zu IRC-Zeiten, wo man damit Channel-Members irgendwelche lustigen Blogs hatte. Meine gingen, wie ihr vielleicht ahnen könnt, quasi immer um Technik und Entwicklung. So hatten wir, glaube ich, mal Coding Buddies oder so weiter, oder Coding.net, eins von beiden, weil der IRC-Channel halt auch so hieß. Irgendwann quasi hatte ich da auch mal Lust, das ein bisschen Anführungszeichen professioneller zu machen. Es also nicht gegen Geld, sondern halt einfach quasi in einem anderen Umfeld. Und so quasi wurde ich Teil des Radio Tux Teams, also noch quasi in dem Umfeld quasi, was es vor 10, 15 Jahren war, quasi mit Ed Horaz, also quasi, dass das Ganze an der Stuttgarter Uni stattgefunden hat und quasi verschiedenen wöchentlichen Formaten über Ubuntu, über OpenSUSE, über OpenStreetMap und so weiter. Und da bin ich dann eben so langsam reingewachsen, dass ich da die Verantwortung genommen habe, quasi für alle Produktionen. Also sprich, ich habe mir überlegt, welche Themen könnte es geben. Ich habe sie quasi auf den Sprecher halt verteilt. Ich habe sie veröffentlicht dann und so weiter und so weiter. Irgendwann ging es dann weiter. Ich wurde Teil quasi von Mobile Geeks, also jetzt nicht den Haupt,
beruflichen, sondern der Community Editors, hieß es damals, glaube ich, quasi unter Sascha Pallenberg. Hab da ein bisschen die Leute halt versucht zu coachen und zu maintainen. Genau. Dann ging meine Station weiter über apfeltalk.de, wo ich noch immer so halb dabei bin, aber nicht mehr schreibe, denn glaubt mir, da sind Leute, die wirklich besser schreiben können und es auch journalistisch gelernt und studiert haben. Von dem her, ich bin da gern Teammitglied, aber schreiben und so weiter überlasse ich gern anderen, die es können. Genau. Und dann irgendwie bin ich dann zu Dr. Windows auch noch geraten, einfach aus dem Hintergedanken, ich will und ich wollte ja auch nie so News schreiben und auch keine Reviews schreiben, weil ich habe die Zeit einfach nicht dafür, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wollte immer Artikel halt verfassen, welche quasi andere enablen, welche andere auf Ideen bringen, wie sie selber Content kreieren können. Und sei es jetzt nun Video, Podcast, Blogs oder einfach auch nur Source Code, also Apps schreiben. Genau. Das ist eigentlich immer so mein Hauptanlangen quasi, wenn ich andere davon überzeugen will, denn es macht Spaß, man lernt selber so viel dabei und hey, was gibt es denn Besseres, als andere Menschen zu motivieren? Genau, und da es jetzt wirklich hier zum Regnen anfängt, sehen wir uns woanders gleich wieder. So, jetzt hat es ein bisschen aufgehört zu regnen, aber ich werde mich dennoch beeilen müssen, denn es ist hier echt ein bisschen ungemütlich und windig und kalt und alles nass und bäh. Es ist halt Herbst, nicht wahr? Auf jeden Fall, in meinen Inhalten, was ich gemacht habe, wollte ich immer anderen Leuten aufzeigen, wie viel Spaß es machen kann, einfach mal anzufangen, einfach mal mit Sachen anzufangen, auf die man Bock hat, kreativ zu arbeiten. Denn Content Creation ist Kreativität, zumindest in meinen Augen. Und ich meine, jetzt für mich quasi, wenn ich auch nur wenigen Menschen helfen kann oder aufzeigen kann, wie es geht, dann ist doch alles schon in Butter, oder? Und außerdem ist es für mich immer ein guter Rundown, um zu evaluieren, ob mein Setup auch wirklich so funktioniert. Also sei es jetzt quasi mit meinem Beiträgen bei Dr. Windows quasi über Podcasting, über Blogging und so weiter. Wenn ich dann denke, erlinke ich mal alle quasi in der Videobeschreibung. Auf jeden Fall ist es doch schön, einfach anderen aufzuzeigen, wie es geht. Und ich meine quasi an euren ganzen Kommentaren, vor allem auf meinem Dr. Windows Beiträgen und auch hier quasi in Videokommentaren sehe ich, hey, es hat ja geholfen. Ich war ein bisschen erfolgreich und konnte andere Menschen motivieren, einfach mal Sachen auszuprobieren. Und das ist doch ein super Gefühl für beide Parteien, oder? Was jetzt aber so selber bei mir nicht so erfolgreich ist, ist, was mache ich denn eigentlich mit meinem eigenen kleinen Podcast? Also laber doch, mit dem er diese ganze Sache hier mit Sprachfehler und darüber reden angefangen hat. Denn was packe ich denn in Podcasts, was ich nicht hier in Videos sage? Oder verwerte ich quasi die Videos auch als Podcasts, aber dann halt nur auf Apple Music, Spotify und so weiter. Das ist alles noch ein bisschen kritisch und muss ich mir noch ausdenken, denn wie ihr vielleicht auch seht, die letzte Podcast-Folge hat genau da aufgehört, wo meine Videos angefangen haben. Und das ist jetzt auch wieder ein paar Wochen oder Monate her. Naja, wir werden sehen, aber wie gesagt, es ist immer ein fließender Prozess, auf was man Bock hat. Und es ist ein Hobby. Ein Hobby muss Spaß machen. Und wenn man halt keinen Bock mehr auf Hobby X hat, dann macht man es halt einfach nicht mehr. Denn wie gesagt, meine Intention ist nie, dass es Leute professionell machen oder sowas, sondern einfach Spaß an der Freude am Hobby zu haben. Nicht wahr? Also, fangt einfach an, macht einfach irgendwas, denn Content Creation ist Kreativität und Kreativität ist eigentlich immer cool. Denn man kann sich da mal ausleben, vor allem wenn man so wie ich halt eher einen technischen Beruf hat, kann man da eben mal mehr eine andere Seite an sich entdecken, üben und so weiter. Also, nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank, Clara, an deine Motivation quasi vor ein paar Monaten. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch doch wieder ein bisschen mehr motivieren, doch vielleicht auch in die Content Creation einzusteigen. Und wenn ja, schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr so macht mit Links und so weiter. Denn ich meine, ist doch alles Spaß.
ist doch alles ein Hobby. Also, ich gehe jetzt ins Trockene, mir ist kalt, ich brauche ein warmes Käffchen. Und wir sehen uns wieder. Habe die Ehre, Servus und Baba.